sind wir. Yes. Ja, hallo zusammen. Hallo zusammen. Ja, Martin, hi, schön, dass du da bist. Hallo Sabine, schön, dass du auch da bist. Ja, freuen wir uns. Ja, wir machen heute im Bus News vom Bus, im Bus, Talk im Bus. Martin, was sagst du denn zu der aktuellen Virussituation? Also das aktuelle zu der aktuellen Virussituation kann ich so viel sagen. So, ich habe gehört, ein Bekannter arbeitet in einem Pflegeheim und Pflegeheim, ich will mir ganz nicht, oder auf jeden Fall eine Unterbringung und so. Und dort sind drei verschiedene Mutanten aufgetreten und machen jetzt alle Kürre. Also eine aus Afrika, eine aus Südamerika und eine aus der Antarktis. Antarktis auch schon. Ja, jetzt haben wir ja auch die Reisebeschränkungen für die Afrikaner hauptsächlich und für die Portugiesen. Portugal ist auch schwer betroffen. Also diese Mutanten treiben es ganz schön stark hier. Richtig, also ich meine so, das ist, wie gesagt, das ist eine Fake-Pandemie. So, Leute, lasst euch nichts einreden, 99,9% der Menschen werden das überleben. Nur die Menschen, die halt über 80 sind, Multimobilität haben, die sind gefährdet, die muss man schützen. Absolut. Und das wird, das muss man machen, aber nicht die ganzen Leute einsperren. So. Und Kirre machen. Richtig. Ja. So, es ist einfach eine Plandemie. Es ist geplant und die haben leider auch jetzt geplant, Merkel hat es ja auch schon fast erwähnt im Interview, es ist geplant, einen digitalen Impfpass zu erstellen. Die EU, wenn du das auch weißt, hat ja 2018 schon eingeplant, das kann man nachlesen bei der EU-Seite, dass sie einen digitalen Impfpass den Menschen zuordnen wollen. Mhm. Also die, das ist scheiße, also sorry, wenn ich das jetzt gesagt habe, so, alles was so durchdigitalisiert wird, das ist nicht gut so, deswegen, also ich bin auch dafür, ich bin strikt dagegen, so die Behörden durchzudigitalisieren, ein Hack, einmal Stromausfall und die ganzen Akten, hey, alles ist zu Ende so, das darf nicht sein so, aber auch die großen Konzerne so, die sammeln einfach auch schon zu viel Daten so. Wir sind in einer Zeit, so, wo wir das alles regulieren müssen und jetzt ist halt die Zeit, so, wo wir halt aufstehen müssen und sagen, nein, so geht das nicht. Es müssen menschenwürdige, datenschutzrechtliche Gesetze gemacht werden, die die Menschen schützen und nicht die Unternehmen schützen. Ja, genau. Und die Unternehmen und die Restaurants, die Bars, die Geschäfte, die sollten wieder aufmachen. In Italien, genau, und in Italien hat es auch funktioniert. Da sind die Leute wochenlang auf die Straße gegangen. Es wurden immer mehr und mehr. Und plötzlich haben die Leute gesagt, wir machen auf. Dann ist das Ordnungsamt in Italien gekommen, hat gesagt, nö, ihr macht zu. Und dann waren so viele Menschen in den Bars und Restaurants, dass sie es nicht geschafft haben, die alle zuzumachen. Mhm. Und jetzt hat plötzlich die Regierung umgeschwenkt und hat die Restaurants... Das Kolosseum? Ja, und das Restaurant haben sie auch, die Bars und die Restaurants und Cafés sind alle wieder offen. Das ist eine italienische Agenda sozusagen. Die Italiener, die lassen sich das nicht gefallen. Aber was ist mit den Deutschen los? Also in Italien ist eigentlich das Labor. Also alles, was in Italien passiert, kommt erst später dann auch zu uns. So. Also ja. Alles, was in Italien passiert, also ist ein kleiner Blick in die Zukunft, wird dann alles hinkommen. So. Ja, es heißt ja auch, in Berlin soll am 20. März eine riesengroße Demo stattfinden mit Millionen von Menschen. Hm. Wir sind dabei. Martin. Auf jeden Fall. Ich denke, ab nach Berlin. Ab nach Berlin. Und kommt hin und treffen wir uns dort zu einem riesengroßen, schönen Spaziergang, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ab in den Tiergarten und... Und dann nicht nur im Tiergarten, in der ganzen Stadt. In der ganzen Stadt, ein bisschen Party machen, jemanden besuchen und das Berliner Nachtleben ein bisschen abchecken, so was da so geht. Ja, und demonstrieren für die Freiheit. Demonstrieren auf die Straße, der Regierung zeigen, dass wir das Sagen haben, weil die Regierungen, die arbeiten in unseren Auftrag. Und was wir jetzt gerade sehen, sie haben das Kommando übernommen, ja, und erzählen uns, was wir zu tun haben. Richtig, also es hat sich... ein Kabinett gebildet, also aus der Bundeskanzlerin und den 16 Ministerpräsidenten und die peitschen alles durch so und dieses Gremium gibt es eigentlich gar nicht so. Normalerweise heißt es Bundestag, Bundesrat und Bundesparlament so. Ja. Also Bundespräsident, der segnet das dann später ab so. Aber was jetzt passiert ist so, die umgehen wirklich alles so, die Regierung macht gemeinsame Sache wirklich nur mit den Chefs der Länder und das ist nicht so vorgesehen vom Grundgesetz. Also
Absolut. Ich fordere das Bundesverfassungsgericht auf, hier mal Klarheit zu schaffen. Wir wissen nicht, wir wissen, also die ganze Menschheit hier in Deutschland, also die ganzen Menschen wissen nicht, was die da oben alles sich noch erlauben werden. So, die können, und das Bundesverfassungsgericht schweigt, und das finde ich nicht gut. Bitte, liebes Bundesverfassungsgericht, sprech Gerechtigkeit. Ja, einfach für die Menschen wieder. Wir brauchen die Menschenrechte. Also was jetzt hier passiert mit den Ausgangssperren, mit den Abstand halten, mit den Masken, das ist menschenunwürdig. Ja, so sind wir nicht aufgewachsen. So, ich bin voll dagegen. Ich bin dafür, dass man andere nicht ansteckt. Aber bitte, wir haben Krankheiten wie AIDS, Krebs, wurde nie besiegt, in den letzten 40 Jahren nicht. Es gab keine Impfung, entschuldige. Und warum gibt es dann plötzlich innerhalb von 8 Monaten eine ganz gefährliche Virusimpfung, wenn sie nicht mal AIDS-Impfung und Krebs heilen können? Richtig. Also ich habe jetzt letztens Wahlkampf gemacht, und ich tritt hier an für den Bundestag jetzt im September. Und ich habe mich mit einem Bürger unterhalten, der hatte gesagt, der hat schon seit 15 Jahren, der ist seit 15 Jahren HIV-positiv. Oh. Und so, aber er lebt, er kriegt die Medikamente so. Ich habe ihm gar nicht angesehen, so, dass er irgendwas hat. Und dieses Thema AIDS, würde ich auch nochmal sagen, so, das ist ja irgendwann in den 1969, 70 so, ist das so aufgekommen, ne? So. Ja. Das war. Aber auch in dieser Zeit hat Bill Gates auch viel in China gemacht, so. Ein-Kind-Politik war auch in dieser Zeit. Also es ist auf jeden Fall, es korreliert wirklich, dass die Leute, also dass Regierungen und Eliten Menschen, die Menschpopulation sehr niedrig halten wollen oder vielleicht auch noch dezimieren wollen. Also das korreliert mit dem Virus heutzutage jetzt auch so. Weil, wie soll man heutzutage eine Frau kennenlernen? So? Das geht doch nur übers Internet. Ja, und ich bin hier. Ja, ja. Also, aber du weißt, was ich meine. So, man kann jetzt nicht rausgehen so, und irgendwo eine Bar, also die Single-Männer, Single-Frauen, so. Genau. So die, wir können uns du gar nicht. Ein junger Mann und junge Männer wollen gerne flirten, die wollen rausgehen, die wollen junge Frauen kennenlernen. Und dasselbe mit den Frauen, die wollen auch sich schick anziehen und rausgehen, genau. Und mit ihren Freundinnen mal was essen gehen, so. Absolut. Und mal gucken, was so geht, so, vielleicht ergibt sich da ja was, so. Das alles wird uns verboten, so, und das ist schlimm und schrecklich, und es ist ein unhaltbarer Zustand, so. Deswegen nochmal, liebes Bundesverfassungsgericht, sprech ein hartes befürwortendes menschliches Urteil. Absolut. Gegen diese Plandemie. Sind wir voll dafür. Wir danken euch auf jeden Fall, dass ihr dabei Vielen wart. Dank. Bis zum nächsten Mal, lieber Martin. Liebe Sabine. Dankeschön. Danke dir. Wir freuen uns, und bis dahin, haltet die Ohren und den Kopf oben. Genau. Bleibt gesund im Kopf. Bis dahin. Tschüssi.